I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You were good on the low for some fade of fun. On some fade alone. And what the hell you got? Hi, ihr Lieben. Heute melde ich mich zurück mit einem DM-Haul. Ich war ein bisschen im DM-Shoppen, es war mal wieder fällig und ja, so bin ich dann nun mal ein bisschen ausgerastet. Man braucht drei Sachen und kommt mit einer vollen Tüte nach Hause. Und wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Hintergrund gefunden nach meinem aufgebrauchten Video Background Fail. Wo ich das gesehen habe, musste ich mir anfangen, ein bisschen Gedanken um meinen Hintergrund zu machen. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, verlinke ich das nochmal hier oben. Es ist mir erst beim Schneiden aufgefallen und naja, ich habe es jetzt so gelassen, was soll's. Ist ja nur ein Hintergrund. Und jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr länger drum herum, weil wenn ich erstmal in Fahrt komme, ist eine halbe Stunde vergangen und ich habe kein Produkt in die Kamera gehalten. Also starte ich jetzt mal direkt und fange wie immer mit den etwas langweiligen Sachen an und steigere mich dann langsam bis hin zu den Beauty-Produkten. Also viel Spaß! Als erstes habe ich hier zwei Basics, da meine schon fast alle sind. Die kommen eigentlich immer mit und wie immer bin ich super zufrieden, hat sich nichts daran geändert. Und ja, dann habe ich nachgekauft die Zahnpasta, einmal die Colgate Total und einmal die Settima. Die kaufe ich beide immer wieder nach. Da habe ich auch schon in meinem Aufgebraucht-Video was dazu erzählt. Und ja, die sind auf jeden Fall immer mit dabei. Und dann, was wir immer wieder nachkaufen für zu Hause, das steht bei uns immer im Flur oder im Bad, je nachdem, ist dieses Balea Hygiene-Handgel. Das benutzen wir immer. Das benutzt unser Sohn sogar schon von sich aus. Er weiß Bescheid nach dem Händewaschen, wenn er vom Kindergarten kommt. Werden die Hände desinfiziert und das finde ich echt mega, weil das die Hände überhaupt nicht austrocknet, sondern pflegt sie stattdessen noch, als hätte ich sie mir mit Creme eingecremt. Also echt super, kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Dann hier noch was Langweiliges und zwar diese WC-Duftsteine. Übrigens, falls ihr mal Lust habt, dass ich für euch ein Haushaltshaul mit Haushaltsprodukten filme, lasst es mich wissen und dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Aber nun kurz zu dem Duftstein. Seit ich die bei meinem ersten DM-Haul mal mitgenommen habe zum Ausprobieren, bin ich wirklich super begeistert. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich die nachkaufe. Die sehen zwar nicht so luxuriös aus, aber es passt einfach alles. Die halten lange genug und sind super hygienisch in der Handhabung. Also was will man mehr? Also ich bin super zufrieden und für mich ist es wirklich ein Top-Nachkaufprodukt. Und dann habe ich mitgenommen für meinen 6-Jährigen, obwohl er kein Baby mehr ist, mag er sie trotzdem noch. Und zwar diese Riegelchen hier. Also am liebsten mag er ja die grünen. Die kaufe ich immer doppelt. Also ich freue mich, dass er die mag. Ich habe so ein Riegelchen mal probiert und mich hat es geschüttelt. Aber er mag sie. Kommen wir mal zu den Körperpflegeprodukten. Tada! Da sind wir jetzt ein bisschen wieder ausgerastet, vor allem mein Mann, der liebt es ja. Und mich hat der Grüne sehr angesprochen, natürlich mit Limette, wie einige vielleicht von euch wissen. Ich stehe auf Limette und überhaupt Zitrusdüfte. Und zwar habe ich hier einmal Limette und Aloe Vera. Das riecht natürlich ziemlich frisch. Dann habe ich hier dieses Zuckersüß mit Zuckerwatte-Duft. Ich sterbe. Ich bin wirklich am Überlegen, ob das wirklich nach Zuckerwatte riecht. Aber ich denke eher nicht nach Zuckerwatte. Ich finde, es riecht schon sehr, sehr süßlich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es riecht auf jeden Fall sehr süß. Süß ist nicht so mein Ding bei Badeduschsachen. Aber wie gesagt, mein Mann, das war sein Favorite, er wollte es unbedingt. Also haben wir den auch mitgenommen. Und dann haben wir einmal mitgenommen Mango. Mango riecht schon besser für mich. Ein bisschen fruchtiger und frischer. Ja, das geht. Das finde ich gut. Dann habe ich mitgenommen für mich ganz alleine. Mein Mann steht da nicht so drauf. Erst recht nicht, wenn da totes Meersalz draufsteht. Aber dieser Duft ist sowas von. Es ist ein Traum für die Zitrus- und Limettenfreaks wie mich. Das ist genau mein Ding auf jeden Fall.
und es ist für trockene und gereizte Haut. Ich denke auch, dass es ziemlich pflegend sein könnte. Und dann einmal dieses Totes Meer Peeling. Ich mache es mal auf. Es hat genau den gleichen Duft wie dieses Duschgel. Genauso nach Zitrus und so Zitronengras. Also wirklich. Dann hat sich mein Mann so ein Gesichtswaschgel mitgenommen. Erfrischendes Waschgel mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut zum Ausprobieren. Dann habe ich das hier gesehen. Eine Bodylotion Magic Summer mit zartem Bräunungseffekt. Ich bin echt mega gespannt, ob das überhaupt irgendeinen Bräunungseffekt zeigen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Aber ich lasse mich überraschen, deswegen habe ich es ja mitgenommen. Und falls jemand von euch das schon mal ausprobiert hat und es einen Effekt gezeigt hat, lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Teilt es hier mit uns und ja, ich bin super gespannt. Magic Summer. Dann habe ich mir mitgenommen dieses Bio-Kokosöl. Nachdem ich auf Instagram so viele Bilder immer wieder gesehen habe und von DM-Hauls über Reviews und jeder schwärmt davon und für die Haare und so. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wofür ich es benutzen werde. Also ich hatte vor, das ein bisschen in die Haare zu schmieren, vielleicht über Nacht einwirken zu lassen. Ansonsten lasst mich sehr gerne wissen, was ich sonst noch so damit anstellen kann, da ich Kokosduft echt über alles liebe. Dann habe ich noch mitgenommen diese Bodylotion hier. Super soft mit Vanille-Eiscreme-Duft. Ich muss ehrlich sagen, mein Ding ist es nicht unbedingt. Es riecht sehr süß nach Vanille halt. Ich mag keinen Vanilleduft irgendwie am Körper. Ich mag eher diese frischen Düfte wie Zitrone und Limette und so. Wäre das eine Creme zum Essen, würde ich jetzt mal probieren. Aber so überlasse ich es an meinem Mann. Dann habe ich wieder nachgekauft hier diese Penaten Intensivpflegemilch für meinen Sohn. Die kaufen wir auch immer wieder nach. Die pflegt super gut, zieht gut ein, duftet gut, hinterlässt nicht so einen Glanz auf der Haut. Also wir sind wirklich schon seit längerer Zeit sehr zufrieden mit der. Und dann habe ich mir mitgenommen ein Deo, ein neues Deo. Es ist auch gut so, denn ich war schon ehrlich gesagt ein bisschen festgefahren mit meinem Citrus und Lemongrass Deo. Vielleicht wird es ja ein neues Schätzchen. Meine Farben hat es ja schon mal. Ein Zeichen. Und noch ein Deo haben wir mitgenommen, das ist auch, glaube ich, ganz neu. Das nennt sich Deo Body Spray ohne Aluminium Glamorous Nights mit dem Duft von süßen Beeren. Das riecht wie ein Früchtecocktail. So wirklich rote Früchte, aber mit ganz viel Zucker. So riecht es. Sehr lecker. Oh, das nennt sich Shine Bright Like a Diamond. Ich habe euch ja in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt, dass ich die Batiste Trockenshampoos aufgebraucht habe. Dass ich jetzt demnächst mal ein günstigeres von Balea oder was es da so gibt ausprobieren möchte. Und ja, ich habe eins gefunden von Balea. Die Flasche sieht irgendwie kleiner aus als die von Batiste. Die von Batiste ist, denke ich, so ein Ticken höher. Aber es sind in beiden 200 Milliliter drin und kostet circa um die Hälfte weniger als das Trockenshampoo von Batiste. Ich mache jetzt mal den Dufttest, weil ich noch nicht dran geschnuppert habe. Naja, nicht noch mehr Vanille. Es riecht wirklich ein bisschen nach Vanille oder so. Bei dem von Batiste mochte ich halt diese Frische. Das hat halt wirklich so ganz, ganz frisch gerochen. Und hier habe ich das Gefühl, knalle ich mir dann irgendwie Vanille ins Haar. Aber naja, ich werde sehen, ob es überhaupt den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll. Mal gucken, mal gucken. Dann habe ich mir zwei Leckereien mitgenommen. Und zwar hier The Raspberry Kiss. Das habe ich schon zum zweiten Mal jetzt mitgenommen, weil ich das echt so angenehm fand. Das ist beides eine Körpermilch und die rosane riecht nach roten Früchten, nach rotem Früchtejoghurt. Und das orangene riecht nach Orange. Oh, oh Gott, das riecht so lecker. Ja, auf jeden Fall
die beiden leckeren. Dann habe ich mir mitgenommen, zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben, von Maybelline diesen Baby Skin Pore Minimizer mit Soforteffekt. Reduziert die Sichtbarkeit von Poren und lässt die Haut atmen. Und da ich wirklich schon so viel Gutes darüber gehört habe in so vielen Reviews, habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt auch mal aus. Also darauf bin ich wirklich am meisten gespannt. Und passend zum Pore Minimizer habe ich mir gekauft die Fit Me Matte and Poreless Foundation. Auch zum ersten Mal. Ich habe noch nie eine Foundation von Maybelline benutzt. Und ja, dieses Poreless hat mich natürlich sehr angesprochen. Ich habe die jetzt einmal getestet. Kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich denke mal, bevor ich da irgendwas zu sagen kann, werde ich sie einige Male mal drauf machen müssen. Deswegen denke ich, lasse ich mir ein bisschen Zeit und nehme die mal ein paar Tage unter die Lupe. Weil das wäre natürlich super, ne? Wenn so eine günstige Foundation es echt bringen würde. Vielleicht poste ich demnächst was auf Instagram oder so. Dann habe ich mitgenommen den hier. Das ist der Essence All About Matte Kompaktpuder. Ich habe eine Weile gezögert, bis ich mich dazu entschlossen habe. Aber da ich bis heute immer noch kein Puder gefunden habe, was meine T-Zone schön mattiert, werde ich den hier mal ausprobieren. Dann habe ich den hier mitgenommen. Das ist ein Anspitzer mit zwei Löchlein. Einmal für kleine Stifte und einmal für die Jumbo-Stifte. Den habe ich schon einmal hier zu Hause, aber mein Sohn hat den beschlagnahmt und deswegen habe ich mir jetzt den pinken hier mitgenommen. Dann habe ich hier diese zwei Glosse von Essence mitgenommen. Das ist einmal 01 Color Party und einmal 03 Almost Real. Ich habe die im DM geswatcht und war wirklich baff, wie deckend diese Dinger sind. Also jetzt wirklich ohne zu übertreiben, ich finde, die können locker mit den Butter Glosses von NYX, von NYX mithalten. So deckend sind die. Ich bin wirklich extrem überrascht. Jetzt muss man natürlich sehen, wie die sich dann auf den Lippen machen. Dann habe ich hier zwei Nagellacke. Einmal ist es der von P2, Dive into Beauty, Paradise Reef Nail Polish nennt sich der. In der Nummer 020 Lilac Jellyfish. Den würde ich jetzt als so ein Lila mit einem Perlmuttglanz beschreiben. Der ist wirklich wunderschön. Und dann habe ich mir einmal den von Maybelline mitgenommen. Die sind, glaube ich, beide aus einer LE. Und zwar ist es mehr so ein bäriger Ton und nennt sich Guru Purple. Krasser Name. Aber die Farbe ist echt wunderschön. Und dann habe ich mir endlich mal einen Peel-Off Base Coat mitgenommen. Oh mein Gott, nachdem ich jedes Mal so genervt bin, wenn ich einen Glitzernagellack auf den Nägeln hatte und den dann abmachen muss. Dieses Problem ist bestimmt nicht unbekannt. Auf jeden Fall macht man den erst auf die Nägel, bevor man diesen Glitzerlack drauf macht und man muss ihn dann nicht mit dem Nagellackentferner entfernen, sondern kann ihn wohl ganz einfach abziehen. Und das werde ich natürlich schon bald dann mal austesten. Und dann hier noch von Essence diesen Quick Dry Top Coat. Ich hatte jetzt schon länger keinen Quick Dry Top Coat, deswegen habe ich den jetzt einfach mal mitgenommen. Und zu allerletzt ein Nail Polish Thinner. Verdünnt einen gedickten Nagellack. Und ich habe schon so einige Nagellacke, die so ein bisschen dickflüssig sind, die sich nicht so gut auftragen lassen. Und da werde ich mal schauen, dass man die mit ein paar Tröpfchen davon ein bisschen verdünnen kann. Müsste eigentlich funktionieren, denke ich. So, das war's jetzt auch schon wieder mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und Snapchat und Facebook. Da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich drücke euch und ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Video auch wieder mit dabei. One more time for I